tiptoe keeps on rising, you can come get me up. Hallo Julian, alles Gute zum Geburtstag. Ich habe für Merle extra für dich zugeschnitten diesen Bogen hier gemacht. Und damit du auch möglichst schnell ein echter Bogenschütze wirst, habe ich dir jetzt ein Video gemacht, das geht jetzt etwa 40 Minuten. Und da erkläre ich dir eigentlich, wie man den Bogen so handhabt und erkläre dir auch ein paar Sachen, die du unbedingt beachten solltest, damit du den Bogen nicht sofort zerstörst, wenn du ihn brauchst oder dich verletzt. Gut, zuerst ein paar Infos zum Bogen. Er ist aus Haselnuss gemacht, hier aus einem Wald in Bern. Hier siehst du, das ist mein Logo, die Haselnuss. Und er hat ein Auszugsgewicht bei 50 cm von 12 Pfund. Das ist eigentlich für ein Kind von 6 bis 9 Jahren sollte das eigentlich optimal sein, damit du ihn auch noch ein, zwei Jahre gebrauchen kannst. Aber auch später kannst du ihn eigentlich immer noch gut gebrauchen. Wahrscheinlich wirst du dann etwas einen stärkeren Bogen wollen, aber vielleicht bist du dann auch immer noch mit dem zufrieden. Jedenfalls von der Hand her sollte er etwa auf deine Hand passen. Vielleicht wird ja deine Hand dann noch größer. Dann musst du schauen, obwohl ich kann jetzt auch gut mit ihm schießen, obwohl der Griff für dich gemacht ist. Dann kommen wir jetzt zum Sehnenspannen. Du siehst, der Bogen in dem Zustand ist zwar etwas gebogen, das ist aber natürlich bei ihm. Er ist aber ungespannt und die Sehne ist etwas gespannt. Das ist eigentlich so, wie er gelagert werden sollte. Du hast hier zwei Schlaufen jeweils an der Sehne, wo er so angemacht ist. Und du siehst, die Sehne ist etwas gedreht. Und diese Drehung ist wichtig, die sollte eigentlich immer so etwas erhalten bleiben. Wenn du jetzt die Sehne lösen würdest und komplett Trab nehmen, das ist nicht gut, dann würde sich die Sehne wieder entdrehen und dann wird sie länger und dann klappt das Ganze nicht mehr so mit dem Bogenschießen. Gut, hier am Ende habe ich so eine Schlaufe gemacht, das ist damit die Sehne gespannt ist. Die nehme ich jetzt Trab. So. Und du siehst hier, dass der Bogen jetzt unten ist, der eingefädelt und oben ist die Sehne einfach so am Bogen dran. Und dann kann man den Bogen spannen. Es gibt zwei verschiedene Techniken, den Bogen zu spannen, eine einfache und eine schwierigere. Ich zeige zuerst die einfache und dann die schwierigere. Die einfache, die geht so, du nimmst den Bogen hier. Dann gehst du mit dem rechten Fuß rein, mit dem linken Fuß, das linke Schienbein führst du hier an den unteren Arm und dann drückst du mit der rechten Hand hier nach vorne und mit der linken kannst du hier einfädeln, oben gespannt. Zum Entspannen dasselbe, hier wieder ans linke Schienbein, hier mit dem rechten Bein im Bogen hin, dann hier nach vorne drücken, dann entspannt sich die Sehne und kannst du hier ausfädeln. Jetzt noch die schwierige Technik. Gehst du hier an die Innenseite des Fußes, linken Fußes, ziehst hier nach hinten am Griff und drückst hier mit dem Daumenballen nach vorne. Dann biegt sich der Bogen und du kannst dann zum Beispiel mit dem Mittelfinger oder so kannst du die Sehne nach vorne schieben, bis sie hier eingefädelt ist. Und dasselbe dann auch beim Entspannen, hier nach hinten ziehen, hier mit dem Daumenball nach vorne und dann hier mit dem Zeigefinger zum Beispiel, kannst du es einfach hier draus ziehen, dann rutscht es nach unten. Und dann auch wieder hier, der Bogen sollte dann nicht total entspannt sein, also der Bogen schon, aber die Sehne, die sollte trotzdem gespannt bleiben und deswegen, wenn das ja hier runterrutscht, dann ist die Sehne voll nicht mehr gespannt. Und kann hier unten drauf rutschen, das will man auf keinen Fall. Und deswegen habe ich dir dieses Kunstlederband gemacht. Das kannst du hier drüber machen. Dann hier drum. Einmal drumherum. So, jetzt hat es schön Zug drauf. Und dann einfach einmal hier rundherum und einfädeln.
So, Schlaufe durchziehen. Jetzt ist die Sehne immer noch etwas gespannt, das ist gut, aber der Bogen nicht. So, und jetzt kann ich hier einfach ziehen, dann löse ich diese Schlaufe und ich kann den Bogen schon wieder spannen. Jetzt an dieser Stelle kommt etwas komplizierteres, schaust du vielleicht dann am Ende auch nochmal, oder wenn du etwas Erfahrung hast, aber es ist wichtig, es gibt die Standhöhe. Was ist die Standhöhe? Die Standhöhe ist der Abstand vom Griff zur Sehne hier. Und wenn du die Faust machst und den Finger nach oben hältst, dann sollte die Sehne etwa hier oben sein, also bei meiner Daumenspitze. Das ist jetzt natürlich für deine kleinen Hände gemacht, sollte eigentlich so stimmen. Vielleicht machst du das gerade und schaust, wo kommt der da hin bei meinem Daumen. Und das sollte dann möglichst so bleiben. Mit der Zeit kann sich die Sehne dehnen und dann kommt die Sehne nach unten, das heißt die Standhöhe wird kleiner und das ist nicht gut. Weil dann verschiebt sich der Nockpunkt hier, du kannst dir die Arme verletzen. Eben wie gesagt, kann es auch sein, dass dir die Sehne beim Spannen abrutscht. Also hier sollte sie immer dran sein, aber es kann sein, dass sie abrutscht. Und dann sobald sie abrutscht, dann will sie sich eigentlich wieder zurückdrehen. Hier. Ja. Und das musst du verhindern. Dann musst du diese Drehungen wieder rückgängig machen, so dass es wieder verdreht ist. Weil wenn es sich entdreht, wird die Sehne länger. Das ist nicht gut. Deswegen wieder verkürzen, indem man wieder dran dreht. So kannst du die Länge einstellen, die Standhöhe. Hier wieder einfädeln. Und dann kannst du es wieder spannen. Und jetzt zuerst noch zwei Hinweise, die ganz wichtig sind. Der erste Hinweis ist nie trocken feuern, das heißt nie den Pfeil ohne Bogen schießen, das heißt nicht so nach hinten ziehen und jetzt loslassen. Dann geht die ganze Energie, die sonst in den Pfeil rein würde, in die Wurfarme hier schlagartig und das kann den Bogen beschädigen, kaputt machen. Das heißt, wenn du so ausziehst ohne Pfeil, dann wieder so zurück und loslassen. Das geht. Dann das andere ist, vielleicht auch niemals den Bogen jemandem geben, der sich nicht mit Bogen auskennt oder der nicht diese Videos geschaut hat, weil der macht dann solche Fehler und dann geht dir der Bogen kaputt. Das ist dann auch nicht lustig. Der zweite wichtige Hinweis ist, nie an einem dreckigen oder feuchten Ort schießen. Das heißt, im Wald würde ich eher nicht. Ich würde auf einer grünen, gemähten Wiese, so wie das hier der Fall ist, und ich würde nur bei schönem Wetter, das heißt nicht, wenn der Boden nass ist, vom Regen zum Beispiel. Der Bogen ist auch morgens bei schönem Wetter noch nass, vom Morgentau, das ist dann auch nicht gut, besser warten bis am Nachmittag. Gut, dann haben wir hier den Fingerschutz. Ich habe ihn aus Lastwagenblache und Kunstfilz. Du hast einen aus sehr hochwertigem Kunstleder. Ich hoffe, der passt dir, mehr oder weniger. Sieht so aus. Gehst du mit dem Mittelfinger rein und dann ist er so gemacht, dass unten zwei Finger geschützt sind und oben ein Finger und dazwischen kommt dann der Pfeil. Was sich auch noch lohnen kann, ist der Armschutz. Hier kannst du so dran machen. Der schützt dann deinen Arm, weil es kann sein, dass dir die Sehne hier dran geht und das macht weh. Das ist vor allem, wenn man die Technik falsch macht und so den Arm durchstreckt. Dann geht es hier natürlich dran, wenn man die Technik richtig macht und den Ellbogen nach außen kippt und etwas gebeugt lässt den Arm, dann sollte es eigentlich nicht so passieren. Dann kommen wir jetzt zum Schießen. Zuallererst schauen, ob der Bogen irgendwelche Schäden hat, irgendwelche Risse. Vor allem hier auf der Rückseite, wenn er hier Risse hat, kann es sein, dass er plötzlich bricht und dich verletzt. Scheint jetzt gut zu sein. Auch den Pfeil schauen, sind die Federn in Ordnung oder sind sie am Abfallen? Dann nicht mehr schießen. Hier hat es hier Splitter, weil die Splitter, die können dann weggehen oder der Pfeil kann brechen, wenn du ihn abgibst und dann hast du ihn plötzlich hier im Daumen drin. Also einfach schauen, dass er nicht beschädigt ist. Dann bei der Schussbahn schauen, dass es keine Menschen oder Tiere hat. Es ist klar, dass du nie auf Menschen schießt, aber ich finde, es sollte auch klar sein, dass man nicht auf Tiere schießt. Die wollen einfach ihr Leben leben und glücklich sein und warum sollte man sie als Ziele missbrauchen? Da kann man andere Sachen machen, man kann Sachen aus Karton machen,
man kann PET-Flaschen hinstellen, man kann genauso gut üben, genau zu schießen und Spaß dran haben. Dann die Schussposition. Viele Schützen, die stehen irgendwie, also Anfänger stehen so da und schießen dann so, aber dann kann man gar nicht richtig ziehen. Deswegen in einem rechten Winkel zum Ziel und dann kannst du schön hier nach hinten ziehen. Und dann kannst du auch viel besser zielen. Nun hier jetzt noch ein paar Details. Hier ist eine Pfeilauflage. Wieso gibt es die? Die ist hier, damit du das Ganze nicht auf deinem Daumen ablegen musst. Das machen manche Leute, aber es ist gefährlich, weil wenn sich hier ein Splitter löst oder der Pfeil bricht, dann geht er direkt hier rein in den Daumen. Es kann auch sein, dass sich der Kiel hier löst, Federkiel. Dann hast du den Federkiel hier drin. Ist auch sehr unangenehm. Und hier hast du den Nockpunkt. Dann unter den Nockpunkt kannst du hier annocken mit der Nocke. Und dann klickt das so und dann hält der Pfeil auch. Das ist die Idee. Und dann hast du zwei schwarze Pfeile und ein weißer Pfeil. Das hat nicht nur optische Gründe, sondern das ist auch, damit du weißt, welche Feder außen ist. Und die weiße ist immer außen. Ich zeige dir das jetzt kurz, wenn ich den Pfeil hier anlege. Dann ist die weiße Feder außen und das sieht dann so aus. Das heißt, die zwei anderen Federn, die schauen nach oben und nach unten und haben nicht so viel Kontakt mit dem Bogen und werden auch nicht so beschädigt, beschädigen den Bogen nicht. Wenn ich jetzt nicht drauf schaue, das musst du dir wirklich angewöhnen, dass du immer drauf schaust bei jedem Schuss, dann kann es sein, dass ich den Bogen so anlege und die weiße Feder ist innen und die knallt dann hier gegen den Pfeil, beschädigt gegen den Bogen, beschädigt den Bogen und die Feder wird dann auch ziemlich schnell kaputt gehen. Deshalb immer schauen, weiße Feder außen. Gut, jetzt vom Ablauf her. Bogen, rechte Hand. Dann hier kannst du an der Plastiknocke greifen. Am besten ist der Daumen gleich bei der Leitfeder, heißt die Feder, die außen ist. Dann hier auf die Pfeilauflage, Finger drüber, damit er nicht abfällt. So reinschieben, dann kannst du hier unter dem Nockpunkt annocken. Und jetzt musst du schauen, dass du den Bogen nicht gerade hältst oder so, weil dann fällt der Pfeil drab, sondern etwa so angewinkelt. Und dann kannst du auch hier mit dem Finger drab gehen und das Ganze hält. Dann beim Ausziehen ein Finger drüber, zwei Finger unten dran. Du musst dann schauen, dass die Finger wirklich, dass du nicht so machst oder sowas oder so, sondern nur mit den Fingerspitzen. Und dann einfach, wenn du hinten bist, einfach loslassen. Du musst nicht irgendwie zupfen oder reißen, dann fliegt der Pfeil nur komisch, sondern einfach loslassen und die Sehne geht von alleine. Es ist dann auch so, dass wenn du voll ausziehst, solltest du nicht mehr als 2 Sekunden warten hier, bevor du abziehst quasi. Weil der Bogen wird dann geschwächt, wenn er zu lange in dieser extremen Position. Jetzt nochmals das Ganze von vorne. Schauen, ob es Schäden hat. Material ist okay. Kein Tier oder Mensch in der Nähe. Bogen rechte Hand, dann hier an der Nocke greifen, linke Hand. Daumen bei der Leitfeder. Hier auf die Pfeilauflage, Finger drüber, rein. Schieben, annocken. Nochmal schauen, Leitfeder ist außen, ist gut. Bogen schräg halten, da kannst du auch mit dem Finger hier drauf. Und jetzt ein Finger oben, zwei Finger unten. Den Arm hier sollst du nicht ganz durchstrecken, so, sondern etwas gebeugt halten und mit dem Ellenbogen möglichst nach außen. Dann kommt die Sehne hier nicht an. Dann mit dem Ellbogen zurückziehen, hier auf einer geraden Linie nach hinten, nicht nach oben, nicht nach unten. Und die Nocke hier zum linken Mundwinkel ziehen. Hier zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. Und dann loslassen. Gut, jetzt entspannen wir noch den Bogen wieder. Das habe ich dir schon gezeigt. Eben hier schauen, der Bogen ist jetzt entspannt, aber die Sehne sollte gespannt bleiben und auch hier eingenockt bleiben. Dann kannst du hier das Teil drüber machen. So,
dann um die Sehne drumherum. So ist sie gespannt. Und dann einfach eine Schlaufe hier dran knoten. So. Jetzt, wenn du ihn verstaust, den Bogen nicht irgendwo hinstellen, sondern immer waagerecht irgendwo drauflegen, zum Beispiel auf ein Bücherregal. Wenn du willst, kannst du auch zwei Nägel irgendwo in die Wand reinmachen und die Polster noch und dann den Bogen da drauf. Und es ist wichtig, dass du das nur, wahrscheinlich kannst du den Bogen nur im Sommer wirklich in deinem Zimmer lagern, weil im Herbst, Winter und frühen Frühling sind die Räume geheizt. Das heißt, die Luft, die ist zu trocken und dann geht die ganze Feuchtigkeit aus dem Bogen, geht in die Luft und der wird dann ganz spröde, wie ein Zahnstocher, und der bricht dann das nächste Mal, wenn du ihn ausziehst. Deswegen, sobald es Herbst wird, sobald die Heizung angeht bei euch zu Hause, musst du ihn in einen unbeheizten Keller stellen oder in einen gut überdeckten, in eine Scheune zum Beispiel draußen. Es müsste einfach gut gedeckt sein und dann vielleicht auch nicht allzu kalt. Und das ist dann der optimale Ort zum Lagern. Bevor du ihn dann einlagerst, würde ich Leinölfirnis kaufen, das gibt es im Baumarkt, dann mit einem Papiertuch, das etwas tränken mit Leinölfirnis, die Sehne auch drauf nehmen, würde ich vorher kurz vorübergehend und schauen, dass sich nicht zurücktritt. Einölen, nach 10 Minuten das überflüssige Öl mit einem Papiertuch wegnehmen, dann 2 Tage an der Luft trocknen lassen und dann ist er quasi wieder geschützt. Das gibt es so eine Schutzschicht. Ich würde dazu Plastikhandschuhe tragen, weil sonst stinken deine Hände, es hat auch Schwermetalle da drin. Und dann die Papiertücher zusammen mit dem Handschuh luftdicht verpacken und dann in den Müll, weil sonst können die Papiertücher, die können dann plötzlich zu brennen beginnen. Es kann sein, dass der Griff mit der Zeit sich löst oder so, einfach dann wieder mit Sekundenkleber ankleben. Ich habe dir auch hochwertiges Kunstleder, das ist das beste Kunstleder, das es gibt, habe ich dir beigelegt, so einen Streifen. Damit könntest du den Griff auch neu machen, falls er wirklich so abgenutzt ist oder dreckig, dass du ihn ersetzen musst. Und nun zeige ich dir, wie man am besten eine Feder wechselt. Hier siehst du eigentlich noch einen intakten Pfeil. Wenn du jetzt genau hinschaust, dann siehst du, dass es, ich weiß nicht, ob man das sieht in der Kamera, dass sich die Feder immer auf eine Seite etwas biegt. Das heißt, hier ist die Form etwa so. Und bei diesem Kiel auch etwa so. Bei dieser Feder siehst du auch, dass sie etwa diese Form hat. Und die sollten alle auf in dieselbe Richtung gehen, weil wenn das so ist, dann wird sich der Pfeil in der Luft so drehen und das wird ihn dann stabilisieren und er wird gerade fliegen. Wenn die Kiele nicht in dieselbe Richtung schauen, dann wird der Pfeil in der Luft irgend sowas machen und das ist dann nicht gut. Wir haben hier so ein Beispiel, da habe ich mich nicht geachtet und jetzt hat es da verschiedene Richtungen drauf. Du siehst hier, der geht in diese Richtung, also nach rechts. Der geht aber nach links. Und der hier geht wiederum nach rechts. Das heißt, wir haben 2, die nach rechts gehen und einer, der nach links geht. Und das ist jetzt ein Problem. Deshalb fliegt der Pfeil nicht schön gerade. Das heißt, wir müssen diese Feder hier müssen wir auswechseln. Diese Feder nun auszuwechseln, nehme ich ein Messer und beginne von hinten ganz gut am Schaft die Feder zu lösen. Und jetzt sieht man schon, die kommt ziemlich schnell, löst sie sich eigentlich schon von selber. Und dann kann man so drunter gehen und sie einfach so ein wenig mit der Klinge heben. Und so schon und trab lösen, damit man den Schaft nicht dabei beschädigt. So. Jetzt die Feder
Die ist jetzt neu, also die kann ich jetzt einfach etwas abschleifen und dann an einen anderen Pfeil dran machen. Und hier der Schaft, der hat jetzt einfach noch ein paar Reste vom Sekundenkleber. Dafür werde ich dann einfach Schleifpapier nehmen und das jetzt etwas abschleifen. Hier habe ich jetzt so einen Schleifklotz und damit schleife ich jetzt einfach die überflüssigen Resten des Sekundenklebers ab. Okay, nun brauche ich eine Feder, die nach rechts gekrümmt sein muss. Und zwar in diesem Fall eine schwarze Feder, weil bei mir die Leitfeder weiß ist. Also, wir brauchen jetzt eine Feder, die nach rechts gebogen ist. Und da gibt es häufig ein Chaos, also ich hatte selber schon ein Chaos. Man muss schauen, ja, wie ist die jetzt gebogen, weil je nachdem, ob man so schaut oder so, ist sie nach links oder rechts gebogen. Wie muss man schauen? Also erstens bauen wir ja nicht diese Seite hier, sondern die schöne lange Seite. Und wie wir sehen, gehen die Federn so nach hinten. Das heißt, der Pfeil wird auch so am Pfeilbogen vorbeigleiten. Das heißt, hier ist vorne und hier ist hinten. Das heißt, wir schauen diese Seite an und hier ist vorne. Das heißt, hier, also die Feder, die biegt sich nach rechts. Was wir jetzt noch machen müssen, ist schauen, ob die Feder vielleicht irgendwelche Fehler hat. Die sollte man noch korrigieren. Wir sehen hier ein einzelnes, ich weiß nicht, wie man dem in der Fachsprache sagt, Federhaar, und das ist aus dem Verband gelöst und schaut einfach lose raus. Und das kann man korrigieren, indem man es den Verband öffnet und das wieder hier eingliedert. So. Einfach so ein wenig drüber fahren und so nach links und rechts so ein bisschen. Das ist ein bisschen Gefühlssache. Aber jetzt ist dieses Haar wieder eingefädelt. Dasselbe kann man auch an anderen Orten machen. Es ist im Prinzip wie ein natürlicher Hightech-Reißverschluss. Und es ist wichtig, dass man diese Unreinheiten korrigiert, weil wenn man das dann schneidet, dann hat man je nachdem dann ein schlechtes Resultat. Und jetzt hat es hier beim Kiel hat es hier eine glatte Seite, eine runde. Und hier eine mit einer Rinne in der Mitte. Und diese Rinne, die ist sehr praktisch. Warum? Weil wir jetzt das Bastelmesser nehmen, es nicht zu tief einstellen, nur so ein wenig. Und dann schneiden wir in dieser Rinne den Kiel an. Also nur diese Seite des Kiels, nicht bis zur anderen Seite durch, sondern nur diese Seite. Und wichtig ist, dass man schön in der Mitte bleibt. Denn wenn man abrutscht, dann ruiniert man die Feder. So. Einfach mit wenig Druck schaffen, dann bleibt man automatisch in dieser Rinne. So. Dann etwas tiefer einstellen und dann gehen wir in diese Rinne wieder, drücken wir etwas, bis wir durch sind und dann kann man die Feder einfach ziehen. Und wir bleiben in diesem Schnitt von vorhin. Und jetzt haben wir sie schön gespalten. Jetzt kann man hier vorne mit der Schere durchschneiden. Jetzt haben wir hier, das ist Abfall. Und hier einen schön gespaltenen Kiel. Als nächstes nun nehmen wir hier so Malerklebeband. Es geht auch anderes. Hier kann man einfach sehr gut drauf zeichnen und es klebt nicht so doll. Und wir brauchen eine Schablone. Die Schablone, die kann man eigentlich so ziemlich so nach eigenem Gutdünken designen. Ich glaube, es spielt nicht eine riesige Rolle. Was wichtig ist, ist, dass sie vielleicht nicht zu lang ist. Denn wenn die Feder dann zu lang ist, hier, und sie berührt dann vorne beim Anlegen den Bogen, dann ist das nicht so gut, weil dann kann das hier diese Federhaare beschädigen.
Deswegen vielleicht nicht zu lang machen. Eher etwas kürzer. Gut, jetzt bauen wir hier. Das ist eben der Trick 77 nach Adams Minor. Habe ich mir abgeschaut. Klebt man das Ganze hier drauf. So. Jetzt die Feder hier drauf. Wir sehen hier, hier ist vorne, hier ist hinten, oder? Damit die Haare gleiten natürlich so zurück. Das heißt, hier ist vorne. Immer nochmal drauf schauen, weil wenn man es falsch rum macht, so ist jetzt korrekt. Wenn ich es so mache, dann ruiniere ich die Feder. Jetzt kann man schauen. Vorne hat es noch sehr feine Haare, die sind eigentlich zu zart. Hinten wird der Kiel sehr schmal und fast etwas schwach. Das ist auch nicht gut. Deswegen nehmen wir so irgendwo in der Mitte, werden wir die Schablone jetzt drauf zeichnen. Also hier ist vorne, hier ist hinten. Ich nehme einen Stift. Lege das drauf, so gut es geht. Und zeichne die Feder drauf. Die Schablone, die kann man aus Karton machen oder aus Papier. Ich finde, Karton hält länger und weil man dann ja immer genau dieselbe Form will bei einem Satzpfeil, dann lohnt es sich, eine Kartonschablone zu haben. Gut, jetzt kann man das Ganze lösen und ganz einfach ausschneiden. So. Wenn man jetzt das Ganze ohne Klebeband machen würde, wäre das schwierig, einen schönen Schnitt hinzubekommen. Also es hat eine doppelte Funktion, das Klebeband. Es stabilisiert auch die Federhaare beim Schnitt. So. Jetzt kann man von vorne das Klebeband wegziehen. Und dann sieht das schon eigentlich sehr sauber aus. Okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Der Kiel, der ist jetzt noch ein wenig zu dick. Also hier ist der, ja, mehr als 1 mm dick. Hier wäre eigentlich ganz okay hinten. Ist der ziemlich dünn. Aber wir wollen jetzt das Ganze mit etwas Schleifpapier abschleifen, auch gleichmäßig machen, damit wir es dann ohne Probleme am Schaft ankleben können. Jetzt kommt es darauf an, was man für Ausrüstung hat. Das ist jetzt ein sogenanntes Befiederungsgerät, wo ich den Pfeil so reinmachen kann und dann befiedern. Da kann man ganz genau arbeiten, spart viel Zeit und Fluchen. Und das ist, um die Feder zu halten. Das kann man magnetisch dann hier anmachen und die Feder so draufkleben. Das ist auch praktisch, weil hier kann ich die Feder einklemmen. So, vorsichtig. Und dann sorgfältig, man muss wirklich das mit Gefühl machen, hier beginnen, den Kiel runterzuschleifen, bis er genug dünn ist. Wenn man jetzt nicht so ein Gerät hat, das kostet irgendwie 35 € oder so, dann habe ich gehört, dass auch das funktionieren soll, so mit einem Meter. Auch hier kann man die Feder einklemmen und so vorsichtig machen, damit man sie nicht beschädigt. So. Ich glaube, in der Mitte geht das besser. So. Ja.
So. Und dann kann man ebenfalls hier runterschleifen, bis man die gewünschte Dicke hat. Ich habe den Kiel nun runtergeschliffen. Jetzt ist er ziemlich dünn. Ich hoffe, man sieht das. Ich finde, so ist etwa in Ordnung. Weil er sollte genug dünn sein, damit er nicht immer, wenn der Pfeil am Bogen ankommt, irgendwie trapp gerissen wird oder so. Aber er sollte auch nicht so dünn sein, damit er die Haare nicht mehr halten kann. Gut, ich habe jetzt dieses Befiederungsgerät, deshalb werde ich das benutzen. Sonst ist es aber jetzt eigentlich Handarbeit und das Ganze ankleben. Mit dem Gerät geht das halt schon deutlich einfacher. Ich klemme hier die Feder ein. Und dann schaue ich hier, ob es dann passt mit den anderen Federn. Aber der ist jetzt zu weit oben. Muss ich korrigieren. Deutlich korrigieren. So, vielleicht ist er zu weit hinten. Jetzt ist ihn etwa gut. Okay, jetzt nehme ich den Sekundenkleber. Da gibt es speziell für den Pfeilbau, der etwas elastisch ist und dann etwas besser hält. Der normale Sekundenkleber, der ist nicht so elastisch, der bricht dann eher. Und das ist dann ungünstig, dann geht die Feder weg. So. Und jetzt das Ganze drauf. Wenn man jetzt so ein Gerät nicht hat, dann kann man sich eben, man kann sich auch selber irgendwas basteln oder man macht das einfach von Hand. So. Lasse ich das Ganze etwa sicher ein, zwei Minuten, bis es so halb getrocknet ist. Und nun schauen wir mal, wie das aussieht. Sieht dann nicht ganz gut aus. Was ich jetzt noch mache, ist vorne und hinten einen Tropfen Sekundenkleber. Schauen, dass es nicht an die Federhaare geht, denn das macht, dass sie nicht mehr richtig funktionieren. Auch. Und das lassen wir dann sicher einen Tag trocknen. Und am nächsten Tag werden wir dann noch mit diesem Japan-Messer werden wir hier vielleicht einen halben Millimeter wegschneiden, etwa so in einem 45 Grad Winkel, damit die Kante hier gebrochen ist. Damit, wenn der Kiel hier irgendwann was drankommt, irgendeinen Bogen oder eine Hand oder was auch immer, damit das Ganze quasi abgewinkelt ist, so in diesem Winkel. Weil so wie ich es einfach mit der Schere abgeschnitten habe, dann hat man hier so eine Kante und das würde dann ziemlich weh machen bzw. den Bogen beschädigen. Also am nächsten Tag dann einfach hier. Dann gehen auch sicher zwei, drei Federhaare gehen drauf, aber das ist nicht schlimm. Sieht auch nicht schlimm aus. Einfach dann so wegschneiden. So, und das ist es eigentlich schon. Falls du irgendwelche Fragen hast, kannst du mir immer eine E-Mail schicken oder anrufen. Ich habe dir die Kontaktdaten beigelegt und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Bogen.